Jo, ich mach mal wie mir geheißen. Froh auch mal wieder jemanden zu sehen und nicht mehr in dieser Arena festzusitzen. Habt ihr so ein thalamidisches Mädchen gesehen? Sieht so und so aus. Ich würde die mal kurz beschreiben. Nein? Was? Weiß ich nicht. Was für ein Mädchen? Da war ein Mädchen. Ich weiß nicht, die wollte spielen mit mir und dann ist da so ein Monster auf. Ach, ist doch egal, warum Seine erzählt euch Augen das? werden groß, er fängt an zu weinen. Kann so Ich kann sein. das alles nicht. Oh. Und dann rennt er weg in diese Richtung, was deinen Blick dann fesselt und du spürst so ein leicht ziehendes Gefühl auch in deiner Markgruppe. Wie hoch ist deine Magieresistenz? Sechs. 6. Ja, so ein leicht ziehendes Gefühl, so ein Sog, wie eine Art Unterdruck in Richtung einer Tür mit Symbolen darauf, Gold, Silber, Bronze beschlagen, vor der dann auch Söldner stehen und eine Knappin, die sie wohl bewachen. Die Ist das Knappin. Myria? Also Myria kenne Nee, ich nee, doch. nee, Frieda, eine Ach andere so. Knappin. Die anderen sind dort oben auf dem Oberdeck. Aha. Hast du ein Mädchen gesehen? Auch Beschreibung, die hier rumlief und irgendwie irre gelacht hat? Nein. Sie blickt sich panisch so ein bisschen um, nach links, nach rechts, hinter ihr ist aber auch nur Wand. Ich verschrecke jetzt das ganze Schiff, ich merke schon. Ja. Dann würde ich, ja, Richtung gehen, wo sie mir gezeigt hat. Ja, gehst du hier hin und die anderen wollten, glaube ich, nach unten gehen, in die Klaschembe und sich ausruhen? Fragezeichen. Nee, wir haben da Jalan hingebracht. An das Bett, wo Ja. ich gefunden wurde. Oder dem der Schreibtisch war oder so. Das ist im Oberdeck. So. Weiß ich nicht, also Wieso? wie ist der Plan? Wollt ihr die Frage an Ragnar und Brintigia? Wo wollt ihr jetzt hin? Ja, auf kurz oder lang auf jeden Fall nach unten. Also Das habe ich mir gedacht. den beiden Typen, die uns jetzt von den Homeriern berichtet haben, kurz sagen, ja, dass die nicht angreifen werden ohne irgendeine Erklärung und dann ja, dann irgendwo hinlegen. Genau. Kurz zur Erklärung, Ephadaios, du kennst dich auf dem Schiff noch nicht aus. Also hier oben wurdest du gefunden. Dann die Treppe nach unten, hier die Treppe nach unten. Und dann auf dem nächsten Deck, dann hier in die Klaschembe. Das sieht wohl ein bisschen gemütlicher aus, wenn du den anderen folgst. Die wissen wohl, wo sie hinwollen. Scheint sowas wie eine Station zu sein. Hier liegen dann auch Verletzte auf dem Tisch und der merkwürdige Seemann Faruk kümmert sich hier wohl um die Verletzten. Und während ihr dann die Treppe hier runter marschiert und die Verletzten dann runterbringen wollt, Jalan hatte das Bewusstsein verloren, trefft hier dann auch auf Fiona. Wiedersehen. Ich ziehe mich einmal da hoch. Ja, auf dem Weg nach Achso. unten die Treppe sage ich noch zu Ephadaios. Ephadaios, wo kommst du denn auf einmal her? So aus dem Nichts und. Ah, sieh mal, da ist doch auch Fiona. Ich bin mit ihr in ein Holzloch gefallen. Das Schiff hat sich aufgetan wie ein Maul. Da seid ihr ja. Ach, ihr habt's auch überlebt. Ich habe gegen Gut. irgend so ein Tentakelviech gekämpft, dann war da so ein thalamitisches Mädchen mit so einem komischen Gesicht. Kurzes Abwarten, ob einer anfängt zu weinen oder wegrennt. Gut. Nun, wo sind denn die anderen? Wen meinst du? Und wer ist Wir sind. das? Ich zeig mal auf Ragnar. Ragnar ist doch dabei, oder? Ist der gerade Ja, schon. Ragnar ist dabei, genau. Ja. Ah, guten Tag. Ich bin ein Gefangener dieser Dämonenarche gewesen. Man nennt mich Ragnar Heldenmund, Zaubersorn, Ogelzorn. Er beugt sich Ah. einmal. Aha. Er hat sich gefangen nehmen lassen, um hier die Arche zu infiltrieren. Hat super Richtig. geklappt, nicht wahr? Tatsächlich. Ich habe Er einige hat schon früher mit Informationen. uns gestreitet. Er ist ein fähiger Mann. Er hat einen Drachen erschlagen. Das ist auch richtig. Die sieht gar nicht aus, als könnten die einen Drachen erschlagen. Nun, ich hatte ein wenig Hilfe. Von zwei Trollen, um genau zu sein. Und von meinen Kameraden hier, zumindest Ephadaios. Nee, Ephadaios war nicht dabei. Ah, nee, Ephadaios war auch nicht Ja, dabei. genau, der war zu dem Zeitpunkt nicht da. Ja, ihr müsst mal mit Jalan sprechen. Guck dich an, als würde ich dir kein Wort glauben. Das war Seemannsgarn. Kein Naja. Seemannsgarn. Ihr könnt Jalan fragen. Ob ihr euch beweisen werdet, wird man ja noch sehen. Ja, machen wir eine Sehe ich genauso. Überredenprobe gegen eine Menschenkenntnisprobe. Hallo, also ich finde das zum Es ist Großteil war es. keine Lüge, du darfst die Lügen nicht aufschreiben, also nur eine Überredprobe.
Schon schlecht, weil man die Punkte nicht. Oh, 16 Punkte. Das ist so absurde Werte, ey. Keine Ahnung. Ja, also er sagt die Wahrheit. Aha. Wir müssen Jalan auf den Tisch hier legen. Oder ins Bett? Wie machen wir das? Ja, wenn wir ein Bett haben, Brindijan hat das Schwert, er ist jetzt der Kapitän. Alles wird gut. Das Schwert des Kapitäns? Ja, wir haben das Schwert. Also, ich weiß nicht, dürfen wir das überhaupt erzählen oder ist das geheim von der KGA? Ich glaube, wir dürfen euch das gar nicht erzählen, weil wir Geheimagenten sind. Oh Mann. Ja, das ist jetzt zu spät. Denkt doch erstmal nach, bevor wir das. Also, Predigion ist jetzt der Kapitän. Sie schiebt so den Dreispitz. Sie schiebt den Dreispitz von Jalans Kopf auf deinen Kopf. Ja, ich nehme ihn erstmal in die Hand wieder runter. Was auch immer ich jetzt für dieses Schiff bin, wir entscheiden immer noch gemeinsam. Ich werde mir jetzt nicht anmaßen, euch zu befehligen. Ja, das. Ich habe gesehen, wie du das Schwert geführt hast. War sehr dumm. Aber auch mutig. Nun also. Solltest nicht so leichtfertig mit deiner Seele umgehen. Wo kommt ihr denn jetzt her? Wer seid ihr denn? Ihr hattet doch diesen Bolzen. Ihr wart doch so dumm und habt euch den Bolzen eingefangen, oder? Gut, Myria. Wenn ich nicht getroffen worden wäre, wärst du vielleicht getroffen worden. Und dann wäre dein hübsches Gesicht ganz schnell Matsche. Also sei lieber mal ein bisschen dankbarer. Und das ist überhaupt die KGA. Mein sehr hübsches Gesicht. Ja, das ist Ansichtssache. Ja, Fiona, oder? Wie war euer ganzer Name nochmal? Ja, ich habe mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Fiona Svanutir, mein Name. Seid ihr auch eine Heldin? Nun, wenn wir hier lebend runterkommen, dann ist sie das ganz bestimmt. Heldin? Naja. Habt ihr schon mal eine Seeschlange erschlagen? Ich habe gerade irgendein Kraken-Tentakelviech platt gemacht. Zudem habe ich schon Schlachten gekämpft. Und was könnt ihr so mit eurem hübschen Gesicht? Also ich will ja nicht rumjammern, ja, aber Jalan ist schon ganz schön schwer. Können wir den jetzt bitte irgendwo ablegen? Ja, Brindijan, lass uns dort in das Zimmer bringen. Dort ist ein Bett drin und Brindijan deutet auf das Zimmer von diesem Iribalgur. Ich gehe mal zu Ragnar. Soll ich ihn dir abnehmen? Ja, das wäre sehr nett. Er ist echt eine Bodenstange, musst du feststellen. Er ist auch Torwaller, so wie du, das kannst du erkennen, aber er hat wohl in dem Bett andere Qualitäten. Anderen Qualitäten, die gleich noch kennen. Nee, ich nehme die auch ab mit einem überlegenen Grinsen am Motto, gib mal her, Kleiner. Ja, wie vielleicht eine Frau von einem Mann getragen wird über die Schwelle, wenn es geheiratet wird, kannst du dann den schweren Jalan in Rüstung nehmen und trittst dann durch das Zimmer durch. Darüber noch sowas wie ein Widderschädel, der da angebracht worden ist, ein paar magische Symbole, aber der Magier Brindijan wird wohl wissen, wohin es geht. Und wenn du in das Zimmer hineintrittst, im dunklen Sperrlicht, kannst du dann erkennen, wie hier nicht nur ein Arbeitstisch wohl ist, sondern auch ein Bett mit feinster alanfanischer Seide und ein paar Algennetzen darüber. Sieht wohl ziemlich bequem aus. Ich bette ihn mal liebevoll dorthin. Wurms runter. Vorsicht, der Mann hat gegen den ehemaligen Kapitän des Schiffs gekämpft. Und verloren. Richtig. Das will ich ihm auch nicht verdenken. Das war ein Diener der tiefen Mutter, der tiefen Tochter. Ist jemand von euch der Heilkunde mächtig? Nein, leider nicht auf profanem Wege. Meine Kräfte sind leider zu schwach, um ihm anders zu helfen. Ich habe schon ein paar Mal auf dem. Wer? Nicht so wichtig. Ich habe schon ein paar Mal auf dem Schlachtfeld. Ich kann es versuchen. Schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, wir hatten einen Heiler hier irgendwo rumlaufen. Ihr könnt wieder Hämmern hören. Hämmern aus Richtung der Waffenlager. Jagold von Ried. Jagold Riedkötter von Bärenhain kommt wieder auf euch zu. Wenn das so weitergeht, haben wir bald keine Waffen mehr. Das ist zwar bersten voll, aber zuckt mit den Schultern. Er macht es schon wieder. Er lebt noch? Post, ich würde gerne mal versuchen, Jalan zu
helfen mit meinem Heilkundum. Ja, kannst du machen. Das ist die Erschwernis? Ich bin mir nicht ganz sicher, er hat 4 Wunden. Boah! Scheiße, 12er Erschwernis oder so. Gott, das schaffe ich ja, nicht. Wir haben das doch da meinst du eher noch schlimmer. Also, du kannst dir das analysieren, wenn du dir das Bein anguckst. Also, die Halswunde traust du dir wohl nicht zu verbinden, aber das Bein sieht gut aus. Hauptsache, du kannst ihm irgendwie helfen, wenn du das subschende Bein da verbindest. Das ist dann nur eine Wunde. Okay, also dann wie viel schweren ist 2, ne? Bloß den Hals nicht anfassen. Nicht, dass sein Köpfchen abbricht. Oh Gott. Ja, gucken wir mal, was Jalans Bein dazu sagt. Ich möchte mit dem Shippy die 20 nochmal würfeln. Das ist eine gute Idee. Ich gebe ihn für Jalan her. Nicht, dass sein Bein weiter anreißt. Ha! Siehst mal. Ich habe keine 20 bekommen. Nicht. Ich habe hier eine 7 stehen. Ja, das kann ich jetzt auch sagen. Würfel nochmal eine 20 in die Chatbox. Würfel eine 20 in die Chatbox. Siehst du, ist auch alles gut. 9 ist auch okay. Ja, dann kannst du, Bredigian reicht ja wohl noch so ein paar Verbände oder sowas, die hier rumliegen. Von dem Alchemistentisch und dem Labor. Hier ist wohl noch genug Material da. Und dann kriegst du das Bein zumindest verbunden. Zumindest. Gut. Ja, ich fang mal an, ja, dann rumzudoktern. Ja, durch die Tür streckt sich ein Kopf von dem thulamidischen Krieger und er richtet sich wohl an dich, Fiona. Raunt dir nur sowas zu wie: Lektion 1, alles was groß ist, wurde auf Leiter richtet. Merkt ihr das, Mädchen? Und geht dann wohl wieder weiter in Richtung Klaschem. Mehr hat er nicht zu sagen. Ich guck grad mal so von den Beinen verbinden hoch zu ihm, völlig irritiert so, hä? Klunkt wieder. Guck die anderen an. Was wollte der? Weiß ich nicht, aber zu mir hat er eine andere Lektion 1 beigebracht. Der bringt ich hab dir zugehört, anderes ehrlich gesagt. Ich war gerade konzentriert, euren Feind hier zusammen zu schustern. Was hat er denn jetzt wieder vor? Lektion 1 war was anderes. Du musst zuhören, Ragnar. Ach so. Ich glaube, er hat die Lektion... So Lektion 5 war das erste. Ah, okay, ja. Das ist natürlich auf die Situation angepasst, was er dir beide gerade beibringt. Aha. Es sind nur 9 Regeln, also merkt ihr das. Sorry. Ich habe auch nicht zugehört, macht ihr nichts draus. Ja, Fräulein Svanjotir. Also ich würde euch bitten, das, was ihr da gehört habt über die kaiserlich-geretische Informationsagentur, behaltet das für euch. Guck mal Verdaus an. Ist das der Grund, warum ihr hier seid? Hat euch diese komische... ihr wisst schon, hierhin geschickt? Wir handeln an göttlichem Auftrag. Und eine Arche ist genau Oho. Das Gegenteil von göttlich. Göttlicher Auftrag. Vielleicht hatten wir die Waffen ja auch hierher geführt. Wollen ja, ich jetzt, denke schon. Wollen wir jetzt hier rumstehen oder gehen wir auch in die Klaschembe oder so? Ich hock da gerade und mach was. Ich bin ja dafür, dass wir jetzt endlich hier mal den Steuerfrauen Bescheid sagen, dass sie uns hier weg von dieser Pforte des Grauen bringen. Also das ist nur meine Idee. Wo wollen wir denn hinfahren? Und vielleicht sollten wir auch sicher gehen, dass hier der Bissfrabul nicht die Steuerfrauen umlegt, während wir hier hocken. Auch nur eine meiner Ideen. Sind das diese Thulamidischen? Die mit dem Thulamidischen Gesicht? Sind das die Steuerfrauen? Mit dem Thulamidischen Gesicht? Rumspucken? Nein, sie sind mit einem Baum verwachsen. Mit einem Baum? Also vorhin, genau, als ich Epadaios verloren habe, kam so ein thulamidisches Gesicht vor mich. Jedenfalls sagte sie irgendwas von, wir müssen spielen. Und dann kamen ganz viele Käfer und dann kam dieses komische Krakendings. Und dann kam noch irgend so ein Irrer reingerannt, der meinte, es wäre sein Kampf, aber nach einem Schlag von mir direkt umgefallen ist. Ja. Ich denke mal, der Irre war der da. Sollte man auf den klonkenden Mann hinterher. Der ist wirklich nicht ganz dicht. Aber wie gesagt, ich muss mal sicher gehen, dass der keinen Unfug anstellt. Und ich würde mal bis Frabul hinterherlaufen. Mirja, erzähl doch mal, was ist da passiert, als du die Klinge angepasst hast? Musst du Brandigi anfragen? Ich kann das nicht beschreiben. Du hattest es doch auch in der Hand, oder? Stimmt das? Ja, sie zeigt aber auch mal ihre
sie zieht einen Handschuh ab und hält dann ihre Hand hoch, die tief schwarz ist und leicht verfault sieht sie nicht aus, aber abgestorben. Kann aber ihre Finger nochmal bewegen. Boah, wie ist denn das passiert? Ich habe mit dem Schwert zugeschlagen. Was für ein Schwert? Das hier. Brauchen wir nicht weiter drauf eingehen, oder? Ist das verflucht oder so? Ja. So etwas in der Richtung, ja. Fass es auf keinen Fall an. Nee, ich weich direkt ein Stück davon zurück. Das ist mir unheimlich. Stimmt es, dass du es auch angefasst hast, Bundijan? Nein, ich hab's nicht angefasst. Ich hab's nur berührt, als es in das Tuch reingeschlagen war. Also wenn es verflucht ist, warum habt ihr es? Weil wir dadurch dieses Ding, worauf wir uns befinden, und Bundijan macht so eine ausführende Geste, kontrollieren können. Eigentlich wurde es gestohlen. Wir haben es den Dieben abgenommen. Es soll eigentlich zurückgebracht werden nach, weiß ich nicht, Gareth oder so? Ja, ja. Das sind alles Informationen, die man nicht so rausplappern sollte. Wir haben die Frau erst vor ein paar Stunden kennengelernt. Du hast recht. Ja, daraus schaut sie mit großen Augen an. Ja, du hast recht, aber deswegen muss ich trotzdem nicht auf dich hören. Du bist nicht Jarl. Natürlich nicht. Also vergiss das, was ich gesagt habe, Fiona. Ich bin Myria. Nee, ich vergesse das nicht, aber ja. Myria. Puh, also wenn die Steuerfrauen auf uns hören, ohne dass jemand die Klinge berührt, dann ist ja alles gut. Gibt es hier sowas wie eine Crew an diesem Schiff? Oder reicht es, wenn die Steuerfrau sagt, dass die Beinchen hier in irgendeine Richtung laufen sollen? Das müssen wir noch herausfinden. Wir haben ja diese Homeria gesehen. Die sind so eine Art militärischer Trupp, denke ich mal. Und dann laufen hier auch immer noch diese Seeleute, Piraten und die Söldner rum. Aber inwiefern sie das Schiff steuern können, ich bezweifle es. Wir müssen mal sehen. Wir müssen ausmachen, wo wir als nächstes hinfahren, und dann werden wir sehen, ob es ausreicht, dass ich den Steuerfrauen befehle, dorthin zu fahren, oder ob wir noch etwas tun müssen. Also sehe ich das richtig, dass ihr dieses Schwert zurückgeholt habt von Leuten, die es gestohlen haben, und dieses Schiff hier deswegen kam, um es zurückzuholen, und dass deswegen die Stadt angegriffen wurde? Das ist nicht auszuschließen. Großartig. Das hier ist eine Dämonenarche, wenn dir das was sagt, torwalsche Frau. Ich kenne nur die Geschichten darüber. Noch nie eine gesehen. Na, bis jetzt halt. Ich glaube, das können die wenigsten von sich behaupten. Oder dachtest du dir, geh mal an Bord und schauen, was sich da drauf befindet, oder was? Ich dachte mir eher sowas wie... Seid ihr euch eigentlich bewusst, dass wir die allerersten sind, die so eine Dämonenarche lebendig... Also, nein, wir sind ja... Natürlich sind wir nicht die ersten Menschen. Sie deutet mal in Richtung Tür, Mannschaftsquartier. Aber die ersten guten Menschen, sag ich mal, die das nicht benutzen, um Unheil anzurichten. Wir müssen aber auch aufpassen, dass es dabei bleibt, Myria. Nicht, dass wir irgendwann zu dem werden, was normalerweise auf diesen Gefährten haust. Nein, Jalan hat mir immer wieder gepredigt, dass Praios uns helfen kann, und also jetzt, wenn du sagst, dass Bruder Praios, sie ist so ein bisschen verwundert über sich selbst, dass sie ihn jetzt als Bruder anspricht. Die 12 Geschwister, sie hält sich schnell die Hand vor den Mund. Sie kriegt einen bösen Blick. Ja, nun, am wichtigsten ist, dass wir nicht dem Bösen verfallen, Myria. Wer auch immer uns dabei unterstützt. Es wird ja wohl das Waffen hier sein, immerhin ist das mehr sein Bereich. Der gute Praios, zuckt die Schultern. Ihr seht auch nicht gerade gut aus, Ephadaios. Soll ich mal gucken? Macht euch da keine Sorgen, mir geht's ganz gut. Ich mache mir etwas Sorgen um die Seelen auf diesem Schiff. Unsere Priorität sollte sein, sie sicher zu einem Hafen zurückzubringen. Mein Valusa liegt ja noch die Okori.
Bist du der Meinung, wir sollten wieder mit diesem Schiff nach Valusa fahren? Oh, ich weiß es nicht. Gibt es hier vielleicht noch kleine Beiboote? Naja, wo sollen wir denn sonst hin? Also ich schlage vor, wir machen jetzt die anderen Dämonenarchen ausfindig und werden sie versenken. Etwas stürmisch, gefällt mir, Magister. Also ihr wollt mit diesem dämonischen Schiff andere dämonische Schiffe kaputt machen und es dafür benutzen? Ich finde die Idee super. Ganz genau, Fiona. Es gibt doch nichts Leichteres, als sich, naja, dem Feind als Freund auszugeben und ihn dann in den Rücken zu fallen. In den Rücken fallen ist nicht so unser Ding. Zumindest da, wo ich herkomme. Wir kämpfen offen und direkt. Ich kenne euer Ehrempfinden, aber wir kämpfen ja gegen Ungeschaffene, gegen Dämonen. Da interessiert es nicht. Naja, da ist egal, welche Mittel man ergreift. Vielleicht kommt Rodrigo uns ja hinterhergefahren. Scheiße. Ja, er hat sich ja unter die Mannschaft geschmuggelt. Die werden ihn nicht als stellvertretenden Kapitän anerkennen. Dann. Wer ist das nun schon wieder? Einer unserer Freunde. Einer, der hoffentlich weiß, dass wir jetzt Hilfe gebrauchen könnten. Was hältst du davon, wenn wir eine Beine... Rodrigo und werden schon irgendwas hinbekommen. Wir müssen uns jetzt überlegen, wie es weitergeht. Also, wir können ja nicht hier bleiben beim Strudel und bei Rolat. Spätestens irgendwann kommen hier böse Schiffe vorbei. So wird es klar. Und bis dahin müssen wir uns überlegen, ob wir dieses Schiff benutzen oder vernichten oder irgendwas anderes machen. Wir werden dieses Schiff nicht versenken, solange hier noch götterfürchtige Menschen an Bord sind. Aber ihr wollt andere Schiffe mit diesem Schiff versenken, auf dem vielleicht noch götterfürchtige Menschen sind? Na, wenn es die richtigen sind, warum nicht? Nun, wenn es Schiffe sind, wo Menschen drauf sind, die mit den Ungeschaffenen gemeinsame Sache machen, dann werden wir sie versenken. Und wenn welche dabei sind, die unschuldig sind, dann werden sie wiedergeboren. So einfach ist das. Bewegt sich die Arche hier eigentlich gerade? Na, aktuell nicht. Sie ist doch stehen geblieben. Sie sitzt jetzt vor diesem großen Strudel und passt auf, dass keiner mit normalen Booten oder so hier runterkommt. Ich glaube, wir haben noch 3 Beiboote, aber da passen wir nicht alle rauf. Aber wer hat denn befehligt, dass sie stehen bleibt? Ich meine, war das dieser Kapitän, den Yalan versucht hat zu bekämpfen? Den ich getötet habe. Ja, genau. Ja, du hast den getötet? Ja. Aha. Oh Gott, sie zieht sich schnell wieder ihren Handschuh an. Ja, was meinst du, Bondijan? Sollen wir noch einmal mit den Steuerfrauen reden? Naja, du kannst ja hier vielleicht auf Yalan aufpassen und Fräulein Svanot hier, vielleicht könntet ihr sicherstellen, dass niemand auf das Oberdeck kommt. Ich glaube, die Leute sollten die Steuerfrauen nicht sehen. Ich würde sie aber gerne mal sehen. Na, das kannst du ja von der Treppe aus. Wir sollten auf jeden Fall erstmal abstimmen, was unser nächster Schritt ist. Was haltet ihr davon, wenn wir 2-3 Tage in den Gewässern vor Valusa oder südlich von Valusa patrouillieren? Vielleicht sehen wir ja die Okuri. Wer hat denn bei euch eigentlich das Kommando? Ich bin dafür. Er hier. Ja, dann. Greifen und von Schnattermaul, der Kapitän der Okuri. Jetzt ist er nun mal nicht gerade ansprechbar. Wir sind eine Familie, wir haben alle das gleiche Abstimmungsrecht. Ist also auf die Idee gekommen, was ist denn das für ein Blödsinn? Das hat uns Wascha gesagt. Und Wascha hat erzählt, dass es besser ist für die Gemeinschaft, wenn man eine Familie ist. Und deswegen haben wir alle das gleiche Abstimmungsrecht. Auch wenn Brindijan gerade den Dreispitz hat und das Schwert und eigentlich der Kapitän ist, aber eigentlich. Also, er kann uns beraten, aber Abstimmung können wir trotzdem an. Also in magischen Dingen fragen wir Brindijan und in geweihten Dingen fragen wir Ephadaios. Naja, und ich glaube, Ragnar gehört jetzt auch wieder dazu, oder? Natürlich. Ich glaube, er kennt sich ja besser aus als jeder andere von uns. Hat sicherlich irgendwelche Zeichnungen von dem Schiff hier und kennt es in- und auswendig.
Puh. Naja, sollen wir mal hochgehen. Vielleicht sehen wir ja, ob sich irgendetwas am Horizont blicken lässt. Das können wir tun. Wollen wir dann Richtung Valusa wieder steuern? Also ich bin dafür. Was sagst du, Maria? Naja, hast du zugehört? Ja, machen wir so. Wir müssen auch mal herausfinden, wie viele Vorräte wir überhaupt an Bord haben. Wie lange wir hier herumfahren können. Halten die sich überhaupt in so einem verfluchten Schiff? Oder Arche? Ragnar ist der Koch, der weiß das. Stimmt. Fragen wir Ragnar. Derweil in der Klaschempe. Ragnar sitzt jetzt an dem Tisch gemeinsam mit Bisfrabul Blutschluck. Na, also erstmal würde ich tatsächlich gucken, ob es hier irgendwo irgendwie so ein Kartenset oder sowas geben würde. Generell Karten, auf der Arche. So Seekarten? Nee, so Spielkarten. Spielkarten, ja, findest du hier. Wunderbar. So ein bisschen Bier und Kotze drauf, aber das kann man abwischen und dann... Mal abwischen, genau. Dann würde ich als erstes in die Küche gehen und da schauen, ob man da irgendwo als Bierfass findet, dass man dann mit in die, wie nennt sich das, Kaschemme? Klaschembe. Klaschembe. Kannst mal draufklicken auf die 16, das sollte eigentlich anklickbar sein für dich. Ah, okay, auf jeden Fall würde ich dann mit diesem Bierfass und diesen Karten dann zurückkommen und die Leute anlächeln und meinen, wie wäre es, wenn wir alle mal zusammen ein wenig auflockern. Wir haben jetzt scheinbar die Arche befriedet. Wir sollten jetzt ein wenig Karten spielen und Bier trinken. Wie sieht's aus? Wer ist dabei? Und ich grinse vor allem Blutschluck an. Ja, ich glaube, da brauchst du jetzt keine Überredenprobe oder sowas. Die Menschen sind alle so ein bisschen unverunsichert und Ablenkung allgemein tut denen, glaube ich, ganz gut. Die Maraskaner werden dann mal die Leute am Tor der Niederhöllen ablösen und die anderen kommen dann zu dir. Das heißt, du kannst dann eben nicht nur mit Maraskanern spielen, sondern mit dem Mittelreich. Aber also das erste Ziel ist, beim Kartenspiel ein wenig Geld zu verdienen. Natürlich spielen wir um Heller oder Silbertaler, falls das der einfache Söldner sich leisten kann. Das zweite Ziel ist, die Leute kennenzulernen und ein bisschen was über die rauszufinden. Vor allem das dritte Ziel ist, Bisfrawul Blutschwug davon abzuhalten, die beiden Steuerfrauen umzulegen. Ja, gut, das soll gelingen. Du kannst ihn davon abhalten. Er ist immer noch so ein bisschen damit beschäftigt, sein Bein zu richten und muss das jetzt gerade hoch und gerade legen. Das liegt einfach daran, dass die Axt als Schiene das nicht anders zulässt. Aber ihm geht es gerade gut und wenn du den anderen Bier anbietest, jetzt auch gerade die Seefahrer Polter und Gernot und Felix werden dann zu Bier greifen. Bisfrabul hat dann wohl noch aus den Tiefen des Schiffes einen Schnaps Flachmann sich organisiert und trinkt den dann. Der wird dann gleich zu hartem Alkohol greifen. Muss. Bei den Schmerzen, die er da gerade durchlebt. Wir hätten auch einen Heiler an Bord, wenn ich nicht alles, wenn ich nicht falsch liege. Schaut mal zu Bisfrabul. Vielleicht sollte der sich eure Wunden ansehen. Oder meint ihr, das heilt von selbst? Das heilt von selbst. Alles klar. Man Verruck hat das bereits einmal verbunden, aber das soll so passen. Wagner nickt ihm einmal zu. Ihr seid auf jeden Fall ein echter Mann. Wird dann die Karten verteilen, wird die Leute alle anlächeln, also. Ja, er schaut dich an, mustert dich nochmal, ja, du bist auch ein Mann. Genau. Ganz so Mann ist wie du, aber ja, mehr oder weniger.